als ihn in den Spiegel sah. Eines Morgens sonderbar erkannte sie sich nicht. 30 Jahre im Gesicht, ehrlich, doch es passte nicht bei ihr Herz. Erst 17 war sie, wollte nie einen akzeptieren. Sie wollte nie die Neugier verlieren. Und noch immer sah sie sich im Cabrio fahren, mit dem Wind im offenen Haar. Sehnsucht ist unheilbar. Morgens raus, ab Köpfen klatschen, Treppenhaus, jede Stunde abgezählt. Einkaufsfahrt im Supermarkt, Kochen, Bügeln, Tag für Tag war das wirklich ihre Welt. Sie wollte nie einen akzeptieren. Sie wollte nie die Neugier verlieren. Und noch immer sah sie sich im Cabrio fahren, mit dem Wind im offenen Haar. Sehnsucht ist unheilbar. Als er heimkam letzte Nacht, war sein Essen nicht gemacht und ihm stand nicht an der Tür. Er hatte ihren Schrank gesehen, ohne wirklich zu verstehen, dass er diesen Brief von ihm. Ich werde nie einen akzeptieren. Ich möchte nie die Neugier verlieren. Und noch immer sehe ich mich im Cabrio fahren, mit dem Wind im offenen Haar. Wart nicht auf mich, denn Sehnsucht ist unheilbar. Wart nicht auf mich, denn Sehnsucht ist unheilbar. Sehnsucht ist unheilbar. Ja, danke schön, Mikro kannst du mir geben. So, und jetzt kommen wir zu Niene.